Hallo und herzlich willkommen zur ersten Direct auf dem Channel Let's Game LP. Worum geht es? Was ist die Direct für ein Format? In der Let's Game Direct soll es darum gehen, was alles an neuen Projekten hinzukommt, was abgesagt wird leider auch. Und es sollen jetzt nach einer Channel News Art aufgenommen werden und geschnitten werden. Heißt, es sind keine News. Kein kleines Newsformat, das ist eine Direct mit verschiedenen Themen und Projekten, die in nächster Zeit auf die User des Kanals und mich selbst zukommen werden. Beschäftigen wir uns erstmal mit den traurigen Fakten, das heißt mit den Projekten, die wohl oder übel abgesagt werden müssen. Das sind zum Glück auch nur zwei, und zwar zum einen Mario Galaxy, weil wir das Projekt leider schon länger nicht weitergeführt haben und das der Grund ist, warum ich mich jetzt dazu entschieden habe, nicht weiterzumachen und Platz für Neues zu machen, da so gut wie jeder auf meinem Kanal das Spiel sowieso fast in- und auswendig kennt. Punkt 2 auf der Liste wäre leider Funfair, was ziemlich gut ankam. Das Problem ist, dass ich einen neuen Rechner habe, sprich die Dateien von Funfair sind komplett weg. Das heißt, ich müsste das Game komplett nochmal durchspielen, bis zu dem Punkt ganz genau gleich, damit ich diese Datei wiederbekomme. Und das ist zum aktuellen Zeitpunkt für mich nicht möglich, aber in ferner Zukunft werden wir sicher mal sehen, was sich machen lässt. Kommen wir nun aber zu den neuen Titeln und Projekten, die im Laufe der nächsten Zeit dieses Jahres, nächstes Jahres auf euch alle zukommen werden. Es sind neue Projekte dabei, es sind Blind-Projekte dabei, es sind Projekte, die sich gewünscht wurden und es sind Projekte, die teilweise Probleme verursacht haben. Wie zum Beispiel Projekt 1. Das ist jetzt einfach kurz gesagt so ausgegangen, dass, weil es geht um Film in Asozial. Film in Asozial wurde am Release Day released. Bisschen verschoben tatsächlich, aber es wurde released und ich habe eine Sperre auf das gesamte Video bekommen, weltweit. Das ist jetzt natürlich blöd, weil man sich so nicht mehr angucken konnte, weder in der Premiere noch danach. Da ich eben, weil ich aus Spider-Man 3 die Dateien benutzt habe, oder besser gesagt die Rohdateien, aus dem Film selbst ich eine Copyright-Sperre bekommen habe und somit jetzt leider keinen eigenen Zugriff mehr auf die Dateien habe. Das heißt, die hochgeladene YouTube-Datei ist für euch nicht mehr abgreifbar. Wenn ihr das Video trotzdem ansehen wollt, schreibt mir einfach auf Discord, ich schicke euch die Dateien. Mit Punkt 2 auf der Liste geht es tatsächlich schon in den Horrorbereich. Ganz kurz angemerkt sei, dass ich auf dem Channel noch nie richtig nach einem Raster hochgeladen habe. Ich habe immer das gemacht, worauf ich Bock hatte. Und ich selbst bin ein großer Horrorgame-Fan. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit dem Projekt in Richtung Horror Nummer 1. Viel Spaß! Doing. I think anyone ever
Ja, ihr habt richtig gesehen. Poppy Playtime 1 und 2 wird bei mir in der nächsten Zeit als Projekt auf dem Kanal starten. Und ich muss sagen, ich habe ziemlich große Lust darauf, da ich Chapter 1 schon mal angefangen hatte und auf Chapter 2 richtig Lust habe. Ich habe aber weniger Lust, dass ich nur Chapter 2 bringe, sodass keiner den Kontext weiß. Heißt so viel wie Chapter 1 wird nicht blind sein, Chapter 2 wird blind sein. Dafür ist Punkt 2 auf der Liste ein 100%iges Blind Let's Play. Ich habe von dem Spiel nur einen Teil der Cutscenes aus dem Trailer gesehen, bin sehr überzeugt und freue mich darauf, es mit euch zu spielen. Lange Rede, kurzer Sinn, Film ab, viel Spaß und zwar mit dem Koop-Game. If you want to go home, you'll need to find what you've lost. Is that our old vacuum cleaner? This would never have happened if you hadn't broken it. You promised to fix me! Now you will both die! Man, what happened to my greenhouse? It's terrible. That is what happens when you abandon your passion. It gets you back. And if you don't love me now, you'll never love me again. I can still hear you saying you would never break the chain. And if you don't love me now, you'll never love me again. I can still hear you saying you would never break the chain. And if you don't ja, It Takes Two habe ich mir schon länger vorgenommen, freue ich mich sehr drauf auf das Projekt, da ich die Story des Games jetzt schon liebe. Ich habe aber ansonsten vom Gameplay, von den Charakteren, ich weiß noch gar nichts. Ich weiß nicht mehr, als ihr jetzt wisst, nachdem ihr diesen kurzen Ausschnitt gesehen habt. Heißt so viel, wir gehen zusammen durch, wir haben beide keinen Plan von irgendwas und ich werde schauen, dass ich vielleicht im Livestream auch mal mit euch zusammen oder ein paar bekannten Mitglieder des Kanals mal das Game spielt, da es die Möglichkeit gibt, sich den Friend Pass runterzuladen und ganz einfach mitzuspielen, solange die andere Person das Game besitzt. Und damit sind wir auch schon bei unserer letzten Ankündigung für heute angekommen. Das letzte Projekt, das sich extremst viel gewünscht wurde und ziemlich wahrscheinlich auch gut ankommen wird, auch bei mir selbst, ich kenne das Spiel noch nicht, aber auch dieses Spiel wollte ich gerne mal ausprobieren. Meistens live, aber auch in Videoformat, nicht Let's Play, sondern ich werde einfach mal reinschnuppern und das Game ausprobieren. Ich bin ziemlich gespannt und ich hoffe auf eine große Resonanz mit der Community des Games. Viel Spaß mit dem Trailer.
Damit hat jetzt aber keiner gerechnet, oder? Ja gut, vielleicht diejenigen, die schon ein bisschen vorgespult haben schon. Naja, egal. Punkt ist, Sea of Thieves wird es bei mir auf dem Kanal geben, auch als Videoprojekt. Ich kenne ein, zwei Leute, die sich gerade wahrscheinlich ziemlich freuen, Niklas. Und ich bin ziemlich gespannt tatsächlich. Das Game ist extremst beliebt und ich mag die Grafik sehr, ich mag das Spiel selber sehr und ich bin ziemlich gespannt zu erfahren, worum es geht und wie alles ablaufen wird. Schon allein deswegen, weil fucking Captain Jack Sparrow drin vorkommt. Oh! Eine Sekunde, hier steht noch was. He's back. Die Legenden sind wahr, der GameTello-Kanal kehrt zurück und ihr werdet ihn bald wieder im aktiven Zustand sehen. Mit vielen neuen Let's Plays, zu denen wir leider aktuell noch keine Informationen geben können. Und damit ist die heutige Let's Game Direct beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt euch mit mir zusammen auf die folgenden Projekte freuen. Es wird spaßig und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal auf diesem Channel. Und ich habe tatsächlich noch eine letzte Sache für euch. Ladies and gentlemen, boys and girls, Fazbear Entertainment would like you to put your hands together for the one, the only, Freddy Fazbear.